Vaso Sierro, ein schwieriger Match gegen einen gut organisierten Gegner, der mit dem frühen Gegengoal noch komplizierter geworden ist. Es hat dort alles gebraucht vom BSC Eibe. Ihr seid geduldig geblieben und am Schluss belohnt worden für ja, einfach das immer dran glauben. Ja, ich glaube, wir sind vielleicht gut im Spiel gestartet. Die ersten 10, 15 waren gut, ich glaube. Und dann hat Lugano auch gut gemacht. Wir haben nicht so viel Tempo geschafft, auf dem Spiel zu bringen. Und dann war es etwas schwieriger. Aber dann, sie haben noch das Tor, ein schönes Tor gemacht. War erst als dann etwas schwieriger. Es ist auch eine gute Mannschaft, wie du sagst, kompakte Mannschaft, die gut organisiert, die weiß, was sie macht. Aber wir sind geduldig geblieben. Und dann, wir haben uns, ich glaube, gestiegen in zweiter Halbzeit. Wir haben viel mehr Tempo, viel mehr Intensität. Wir haben wenig den Ball gelassen und wir haben in eure Hälfte gespielt. Und das tut ihnen weh. Und dann, wir haben uns Chancen kreiert und wir haben, ich glaube, am Ende wirklich werden gewonnen. Die erste Halbzeit hast du noch vor der Bank gesehen. Dort ist Eibe gut gestartet, ist früher schon zu Chancen gekommen. Und dann hat man so ein bisschen Mühe bekundet mit Lugano, die Räume sehr gut hat zugemacht, der sehr aggressiv hat gespielt. Was hat er in der Pause für Schlüsse gezogen, dass man in der zweiten Halbzeit so gute Antworten gefunden hat? Ja, ich glaube, wir hatten, wenn du den Ball hast und du bist geduldig, du machst den Gegner laufen, es ist logisch, dass am Ende du hast mehr Räume. Und ich glaube, wir haben das in der zweiten Halbzeit gemacht. Wir haben mit mehr Tempo gespielt, wir haben schneller gespielt und wir haben die Räume auch, ich glaube, besser genutzt, die Breite gut genutzt. Und dann wir könnten so den Block von Lugano schieben und dann wir haben Räume hinter der Abwehr gefunden und so haben wir die Tore geschossen. Wir hatten jetzt in der Liga ganz viele Auswärtsspiele hintereinander gehabt, fünfmal auswärts nicht können gewinnen. Jetzt kommt man wieder heim ins Wankdorf, weiss, man hat innerhalb von zwei Wochen vier Heimspiele. Wie gut tut es, so mit dieser Kulisse, mit den Fans, mit dem We Love You am Schluss ja, können zu feiern und wissen, hey, hier können wir jetzt in den nächsten zwei Wochen ganz, ganz wichtige Weichen stellen. Ja, ich glaube, es tut unglaublich gut, zu Hause zu spielen. Und ja, wie du sagst, wir hatten viele Auswärtsspiele, die nicht so gut gelaufen sind. Auch wenn die Leistung manchmal gut war, aber die Ergebnisse nicht. Und ich glaube, es ist das Beste jetzt, dass wir viele Spiele zu Hause haben, um dieses Selbstvertrauen wieder zu bekommen. Und heute, wir haben gespürt, es ist, ich glaube, kein Zufall, dass wir viele Spiele am Ende hier von unseren Zuschauern gewinnen, weil sie pushen uns so viel und sie bringen uns so viel Power und so können wir auch noch mehr Intensität auf dem Spiel bringen und das tut den Gegner immer sehr weh. Wir freuen uns jetzt schon auf ein nächstes Match am Samstagabend. Gute Erholung und bis dann. Merci. Danke, bis gleich. Ciao, ciao. Fabu, herzlich willkommen zurück in deinem Zuhause, zurück im Wankdorf. Startaufstellung in diesem wichtigen Match gegen Lugano. Hast du ein bisschen Anspannung vor dem Spiel? Ja, hatte ich. Definitiv. Ich habe heute Morgen dann definitiv erfahren, dass ich von Anfang an spiele. Auch. Hat sich zwar ein bisschen abzeichnet, auch mit dem Gespräch vom Trainer, aber trotzdem dann den definitiven Entscheid bekommen. Und dann im Hotel schon eine gewisse Anspannung gespürt, ein bisschen Aufregung auch gespürt, weil man nicht genau weiß, was einen erwartet. Beziehungsweise ich habe das letzte Mal, glaube ich, im Februar 2020 von den Zuschauern gespielt. Also das kommt noch dazu, zumal im Überfluss. Also ja, es war ein super schöner Abend gewesen, im Nachhinein jetzt für uns. Ich glaube, wir haben uns den Sieg verdient und fahren mit einem guten Gefühl heim heute. Aber hast du deine Mitspieler noch gehört auf dem Platz? Das ist gut gegangen. Es ist nicht ganz voll gewesen heute. Aber es war, wie gesagt, eine Umstellung gewesen. Ich habe, glaube ich, auch ein bisschen gebraucht, um reinkommen, gewisse Automatismen, gewisse Abstände, gewisse ja, Situation einfach können, vorauszusehen und das ist dann immer besser gekommen im Verlauf des Spiels und ich bin sehr froh, dass ich jetzt sagen wir mal, vielleicht auch den letzten Schritt jetzt gemacht habe, um zurückzukommen und so kann es gerne weitergehen natürlich. Kommen wir auf ein Match zu sprechen, es ist ein komplizierter Match gegen Lugano, der immer sehr gut organisiert ist, dann wird es noch komplizierter mit dem Rückstand. In der ersten Halbzeit fängt man eigentlich gut an und kommt dann so ein bisschen aus der Spur. Zweite Hälfte der ersten Halbzeit hat man Schwierigkeiten gehabt mit dem Gegner. Was habt ihr in der Pause besprochen? Ja, wir haben gewisse Kleinigkeiten angesprochen. Ich glaube, das Wichtigste, was wir besprochen haben intern, dass man nicht anfängt, irgendwie einander irgendwie Schuldzuweisungen zuzuschieben oder sagen, mach das so, oder du bist schuld oder so, sondern dass wir wirklich zusammen durch die Situation gehen. Weil die Situation ist nicht einfach, wo wir drin sind, immer noch nicht. Aber durch den Sieg nicht. Ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen mehr vorgestellt und darum ist das ein sehr wichtiger Punkt in der Pause. Und zwei, drei taktische Sachen. Und ich glaube, nachdem man dann auch 4-4-2 umgestellt hat, mit unseren zwei Türen vorhin, im Jordi und mit dem Willi, glaube ich, hat man dann gesehen, was für eine Wucht wir wieder haben. Die Zuschauer sind gekommen und dann hat sich das Ganze so ergeben. Natürlich sind wir sehr, sehr froh, dass wir das Spiel drehen konnten.
Traumassist von Miralem Soleimani, um mit der Zunge schnauzen. Der zweite auch noch mal. Der erste noch mit der Effe, die reindreht. Ja, man hat auch gespürt bei diesem Goal. Klar, es war auch viel Erleichterung drin, aber einfach auch die Freude im Team für den Willi, der es nicht immer ganz einfach hatte, für den Miralem, der auch eine schwierige Saison hat. Man merkt einfach, wie trotz all dieser Unruhe, die von aussen reinkommt, das Teamgefüge intakt ist. Ja, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, nach dem Zürich-Match, wo ich gefragt wurde. Ich glaube, was das angeht, dann kann uns niemand etwas vorwerfen. Das ist unglaublich bei uns, dass wir wirklich zusammen durch die Situation gehen wollen oder müssen auch gehen. Weil, ich habe es auch schon erlebt in meinen Deutschland-Zeiten, dass es schwierig ist, wenn der eine in die Richtung geht, der andere in die Richtung. Und du musst wirklich zusammen versuchen, durch die Situation durchzugehen. Immer wieder anrennen, immer wieder Gas geben. Und wir sind froh, dass wir jeden Spieler haben. Und Suki haben wir in den letzten Jahren gesehen, was für eine Qualität er hat. Und er hat es heute wieder gezeigt. Und ich bin froh für ihn, dass er sich auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen können sammeln konnte. Weil es ist sicher keine einfache Situation. Er spielt sehr, sehr wenig. Aber er ist immer da, trainiert immer, gibt immer Gas. Und hat unglaubliche Erfahrung und das geht uns weiter und er ist ein sehr wichtiger Spieler. Jetzt ist das erste von vier Heimspielen innerhalb von zwei Wochen. Es sind nochmal strenge Adventswochen, bis die Festtage kommen. Es sind strenge, aber auch Tage, wo unglaublich viel drinnen liegt, also wo man nochmal Ende Jahr kann eigentlich fast alles nochmal richtig drehen. Und umso spannender macht es die nächsten Tage. Ja, definitiv. Ich glaube, eben, die vier Heimspiele sind natürlich sicher gut für uns. Wir haben es auch schon einen Block gehabt, wo wir vier Auswärtsspiele nacheinander hatten, mit Cup, Champions League und Liga. Und jetzt haben wir die vier Heimspiele in der Liga. Und ja, das ist sicher spricht, oder das ist ein Vorteil für uns Heimspiele. Ich glaube, jedes Heimspiel ist für jede Mannschaft ein Vorteil. Und darum, wenn wir unbedingt, oder haben wir unbedingt heute wollen, gut starten im Dezember, im letzten Block. Haben das gut gemacht. Und jetzt geht es darum, das weiterzuführen. Es war ein schwieriges Spiel. Servette ist eine gute Mannschaft. Basel sowieso ganz vorne mit dabei. Wir haben auswärts Lugano. Also es ist einiges drin. Wir haben noch Champions League Spiel. Das Wichtigste in Manchester, wo noch vieles möglich ist. Das grosse Spiel ist für uns. Also, wir haben noch viel Arbeit für uns, aber wir freuen uns darauf. Und haben heute, glaube ich, wirklich einen guten Start einlegen. Hat enorm gefällt heute Abend. Haltet das Feuer. Aber wir freuen uns schon jetzt auf den Samstag. Dankeschön. Alles Gute. Merci, danke.